Hallo liebe MOBA-Freunde, hier bin ich wieder, euer Hans. Heute in unserem zweiten Videoteil werde ich euch zeigen, wie man den Gleisplan auf das Holz überträgt. Sprich, wir gehen heute an den Trassenbau und den Spantenbau. Wir beginnen mit den Spanten. So. Beginnen wir mit dem Gleisplan. Wie ihr seht, ich hoffe ihr seht es, habe ich den Gleisplan hier 1:1 und man sieht schön, diese Linien sind einfach die Mittellinien von unserem Gleis. Ich habe das in verschiedenen Farben, damit ich auch die verschiedenen Ebenen habe. Hier zum Beispiel schwarz ist für mich immer eine sichtbare Ebene. Grün wäre zum Beispiel eine Ebene, die im Schatten verläuft. Gleichzeitig mache ich es so, dass mir der Computer automatisch meine Höhen anzeigt. Das kann man mit dem Programm WinRec gut machen. Und zwar überall hier, wo eine Zahl zum Sehen ist, ist die Höhenangabe in Millimeter. So weiß ich exakt, in welcher Höhe das Gleis liegt. Und gleichzeitig sind am Plan auch meine Spanten eingezeichnet, damit ich weiß, wo Trägerspanten für die Gleistrassen hinkommen. Die sind hier in grün eingezeichnet und bestehen aus 10 mm starkem Sperrholz. Diese Längen von hier bis hier oder von hier weg bis hier nach unten sind exakt auf Maß geschnitten. Nur die Höhen muss man mit der Stichsäge selber schneiden. Jetzt werde ich euch einmal zeigen, wie man so einen Plan auf einen Spant überträgt. So, wie gehen wir jetzt vor beim Anzeichnen der Spanten? Wie wir sehen, haben wir hier im Bahnbetriebswerk überall eine Höhe von 240 mm. Hier nach vorne fällt die Trasse ab, die vom Bahnhof kommt. Und unten haben wir eine Trasse auf Ebene 0. Die müssen wir auf alle Fälle einzeichnen. Dadurch, dass wir hier überall 240 mm haben, habe ich mir den Spant voraussichtlich schon natürlich auf diese Höhe zuschneiden lassen, sodass das Maß passt. Und wir brauchen nur mehr hier diesen Bereich auf den Spant übertragen. Das werden wir jetzt kurz machen, das werde ich euch jetzt zeigen. So, wir richten den zugeschnittenen Spant anhand des Plans exakt aus, wo er liegen sollte und übertragen die Gleismasse. Hier haben wir 22,5 cm. Wir tragen hier einmal die Mittellinie ein und ziehen diese auf das Maß 22,5 hoch. So, dadurch, dass das Gleis aber auch eine gewisse Breite hat, nämlich auch eine Böschung, geben wir links und rechts circa 4 cm dazu. So, schön in den Winkel zeichnen. So. Erhöhen diese auf diese 240. Hier haben wir nur eine Höhe von 22 cm, die geben wir hier im Plan hin und ziehen auch hier das Gelände entlang. Notieren wir uns hier noch die Höhe, 22,5. So, wie gesagt, hier läuft im Untergrund, im Tunnel auch eine Strecke auf Ebene 0. Die wird hier angezeichnet. Auch hier geben wir etwas mehr dazu für die Bahn, für die Trassenbreite. Machen wir eine Öffnung von 10 cm Breite und eine Durchfahrtshöhe von 10 cm reicht vollkommen aus, da wir ja nur mit Dampf- und Dieselbetrieb fahren und keine Oberleitung haben. So, machen wir schöne Rundungen in die Ecken. So, hier kommt das Loch rein, auch das wird weggeschnitten. So, jetzt haben wir hier den fertigen Spant und man sieht,
Hier drauf wird das Bahnbetriebswerk liegen. Hier ist die Ausnehmung für die Tunnelöffnung und hier ist die Trasse, die langsam aber sicher abfällt. Nehmen wir uns den nächsten Spant vor. Wir legen den Spant wieder hierher. Hier sehen wir wieder unsere Gleismittellinie. Wir legen den Spant wieder an. Hier ist unsere unterste Linie auf Ebene 0. Wir machen uns wieder einen Ausschnitt, Breite ca. 10 cm, ziehen das Ganze wieder in 10 cm Höhe, bisschen stärker nachziehen. Damit man die Schnittlinien mit der Stichsäge gut sieht. So. Und hier ist wieder unsere doppelgleisige Hauptstrecke. Hier zeichnen wir uns wieder die Mittellinie ein. Ziehen diese hoch. Lesen am Plan ab. Wir haben hier 20,9 Zentimeter. Diese zeichnen wir hier ein. Nach eine Linie. Geben wieder unsere Böschungsbreite dazu. Ziehen wieder hier hoch auf die 240. Dann lesen wir hier ab. Hier haben wir nur eine Höhe von 20 cm. Zeichnen wir uns ein und machen wieder unsere Geländelinie. So, auch dieser Spant wäre fertig. Wir werden ihn jetzt noch nummerieren, damit wir auch wissen, wo er hingehört. Dora 3. Noch einmal alles zur Kontrolle. Passt. Wunderbar. Auch hier haben wir eine Durchverzöchnung. Diese tragen wir uns ein. Dadurch, dass die Trasse hier aber schräg verläuft, brauchen wir eine breitere Durchfahrt, da wir sonst mit der Gleistrasse nicht durchkommen. Was keine Rolle spielt, man wird es ja nachher nicht mehr sehen. Aber lieber jetzt ein bisschen mehr, als wir später umständlich nacharbeiten. Wieder eine schöne Ausrundung. Die Linien nochmal gut nachziehen. Und schon ist der Ausschnitt fertig. Stellen wir noch einmal probeweise alles auf. Alle Öffnungen, Ausschnitte sind vorhanden. Auch dieser Spant ist fertig. Ihr habt jetzt gesehen, wie die Gleistrassen auf die Spanten übertragen werden, wie die Geländeform eingezeichnet wird, wie Tunnelöffnungen ausgeschnitten werden. Wir machen das jetzt auf der kompletten Modellbahn. Ich muss euch jetzt nicht alle Spanten zeigen, es wäre immer dieselbe Arbeit. Es sind sehr, sehr viele Spanten. Arbeitet genau, zeichnet genau und wenn alles fertig ist, erfolgt der Zuschnitt mit der Stichsäge.